ist auch andere Mucke, ne, irgendwie. Okay, die kann ich, doch, die muss ich auch, die Mut, die muss ich auch töten irgendwie. Oder muss ich die? Doch, ja, die muss ich töten. Die sehen aus wie die, die man gar nicht töten kann. Ah, ich glaube, die Weißen kann ich nicht töten, kann es sein? Ja, kann ich nicht. Ja, okay, alles klar. Concentration jetzt hier. Oh, schön. Aua. Wie war das mit der Concentration? Hey. Bist du ein bisschen verwirrt, hä? Komm, fall die Treppe runter. Die Treppe merken wir uns. Mache ich am Ende. Da können wir trotzdem mal reingehen. So. Ist okay. Was ist hiermit? Demon G und Tears Up. Okay. Ja, warum nicht? Ich wollte gerade sagen, es könnte gefährlich sein, aber geht eigentlich. Ach, ich kann ja einfach, stimmt, ich habe ja hier den Fliegending. Schon wieder vergessen. Easy going. Ich kann ja einfach reinrennen. In die Fliegen. In die anderen vielleicht nicht unbedingt. Ach, und die explodieren auch. Ich verstehe. Ich verstehe. Rust Key. Nein, 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 wir nehmen den hier ruhig. Schlüssel haben wir genug. Was ist das da eigentlich? A God of your own. Wow. Kannst du auch... Bist du wie eine Bombe? Theoretisch? Hm, keine Ahnung. Also Bombe, die halt die Wände durchschlägt, sozusagen. Hier so. Komm mal hier zu mir. Hm, keine Ahnung, aber ist irgendwie ganz cool. Muss ich ja mal öfter loslassen. Ja, tot. Tot dem Feind. Wow. Bumm. Wenn der richtig aufgeladen ist. Wow, wow, wow. Schlüssel. Da haben wir easy peasy. Ich renne schon bald ins Feuer rein, weil ich mir denke, ich kann jetzt, bin jetzt unverwundbar und kann überall reinrennen. Keine Ahnung, was das da ist. Wir nehmen es einfach mal. Double Charge. K-Batterie. Ja, warum nicht? Komm, wir haben Kohle. Kauf alles, was du willst. Da, Justice. Justice. Ja, Justice. Sehr schön. Was wollte ich mir merken? Ah, da ist eine Treppe. Liegt hier, ne? Ach, süß. Du bist ja süß. Aua. Ja, genau. Mach die mal alle kaputt. Hau den mal. Bitte. Danke. Pheromones. Okay, jetzt sollte ich erstmal nicht in die Totenköpfe reinrennen, weil das könnten alles diese... Ja, genau. Hau's mal dich rum. So, ab jetzt kann ich reinrennen. Aber wenn jetzt die Dinger sind, dann renne ich nur mal raus. Ein schwarzes Herz. Joker. Nice, mach ich. Ach, der Engelsraum. Schade, ich hätte gehofft, dass es der Teufelsraum ist. Aber okay, ist auch in Ordnung. Bald habe ich wieder so viele Bomben, dass ich wieder alles wegsprengen kann. Zum Testen. Oh, nicht ihr. Aber mein Power ist ganz gut. Achso, ich kann dich ja mal abfeuern. Ich könnte dich ja mal abfeuern, stimmt.
Das hört sich voll geil an. Theoretisch könnte unten drunter. Das könnte hier theoretisch ein Ding sein. Ja. Kuli, kuli, kuli. Ach, nicht der. Weil das ist doch Greed. Was ist denn denn Greed-Mode? Ohne Shops oder wie oder was? Oder überall ist Greed oder wie oder was? Spreng den Typen mal weg. Kam nichts raus. Ah, gehen wir doch gleich mal hier raus. Und schau mal, was hier so gibt. So. Auch blöd. So. Krass, wenn man den länger auflädt, dann basht er echt die Dinger weg. Sau cool. Lemon Party. Alles klar. Lemon Party. Ups. Was sollte ich draufpacken? Ich brauche mal einen Schluck zu trinken, Leute. So. Hier bräuchte ich eigentlich meine blöde Schere. Vielleicht nehme ich die auch. Ich habe keinen Bock, da jetzt rüber zu laufen. Anscheinend haben wir ja die Car Battery für 3 Charge. Ich muss aufpassen, ich darf nicht aufs Rote laufen. Ich bin nicht unverwundbar. Ja, goldener Schlüssel. Lohnt sich das bisher überhaupt noch? Eigentlich nicht wirklich, ne? Außer wir finden jetzt noch eine goldene Kiste. Super Geheimraum. Nope. Ah, genau. Ich darf die Treppe nicht vergessen. So, das sind die schmale Version mal hier. Ich muss den öfter abfeuern. Auch nicht. Der ist wahrscheinlich da oben irgendwie. Was haben wir denn jetzt? Dark Depth. Kommt jetzt Dank Depth? Dank? Okay, deswegen so die andere Mucke. Dann kommt ja Mom, kommt ja erst bei 2. Weil ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt schon in die Treppe gehen muss oder. Weil nach Mom komme ich ja hier nirgendwo mehr hin. Nee, da könnte er nirgendwo sein. Ich suche jetzt gerade den Supergeheimraum. Der ist immer, der liegt immer, habe ich ja schon mal gesagt, weil sie sind genau neben nur einem Raum. Okay, das müssen wir uns merken. Sollten wir am Ende auch mitnehmen. Dann machen wir jetzt erst, das ist auch noch nicht aufgeladen, wir gehen jetzt erstmal zum Endboss und dann gehen wir eventuell da hinten noch in diesen Challenge-Raum rein und die Treppe und das Herz muss ich mal mitnehmen. Okay, Monster 2. Die Fliegen greifen mich ja eh nicht an. Und die anderen auch nicht, aber die nerven natürlich jetzt trotzdem. Ah, ich sollte ihn mal losschießen. Gute Idee. Aua. Das ist krass, wie man den auch so aufladen kann. Oh, nerv mich nicht, Fliege. Wenn er plötzlich ruhig wird, ne? Wenn man doch irgendwie konzentriert ist. Oh ja, jetzt hätte er echt da sein müssen. Der Arsch. Mit meinem super Freund. Komm jetzt her. Da. Müsste doch eigentlich hier, ich wurde doch gar nicht verletzt, oder? All stats up. Das ist schön.
Gut, also haben wir gesagt, das Ding ist sogar immer noch nicht aufgeladen. Ist okay, dann was war hier nochmal? Haben wir alles gemacht. Wo ist jetzt eigentlich? Ah, den supergeheimen Raum haben wir gefunden. Komm mal schnell eine Wegabkürzung. Ah, da könnten wir eigentlich theoretisch gleich rüberlaufen, weil wir können das ja wegmachen. Aber ich könnte es natürlich auch so erstmal wegmachen. So. Kriegen wir hin. Ja, cool, den nehme ich auch mit. Ach, natürlich, natürlich. Jetzt muss ich noch kämpfen. Habe ich ganz vergessen. Gar nicht mehr dran gedacht. Oh ja, das ist natürlich auch geil mit dem Ding jetzt hier. Allein wenn der drauf bleibt, dann schädigt er auch schon jemanden. Ganz kleines Ding. Ach, süß. Komm her, du kleines Ding. Oh nein, komm. Feuer mal hier durch. Und treff bitte auch das nächste Mal was. Ich könnte aber auch mal was treffen. Au. Oh, ihr macht es einfach so. Auch gut. Na, ich bin eh nicht offen. Komm dann. So. Treppe, 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 Treppe. Wie viel ich jetzt schon mitziehe hier? Ah ja, ist nur sowas. Ah, die kriegen die. Ja, ja, ist alles in Ordnung. Die schädigen mich ja eh nicht. Number one. Sieht crazy aus. Und die Schere ist aufgeladen sogar. So. Ja, rein. Mal anders in sein Dank Depth. Okay, Dank. Aber die Mucke gefällt mir ja schon auch. Ja, gut, das können wir alles wegmachen. Also, dass ich mit diesem Ding da aufpassen muss. Da lebt noch ein so ein Scheißvieh. Tschüss. Ich habe schon 96 Münzen. 99, jetzt brauche ich gar keine mehr. Ist hier noch irgendwas unter? Gehen wir erstmal in den kleinen, normalen. Ja, komm runter. Ich schieße mein Ding. Oh, das ist ja so eine. Das ist gar keine normale Hand von ihr. War die vorhin auch schon so? Auch neu. Kohle brauche ich gerade nicht. Kleiner Raum. Ja, genau. Mit solchen kleinen Scheißviechern natürlich. Sehr geil. Dann langweilt mich nicht. Sonst packe ich meinen Freund raus. Nee. Ich lass mein Kohle-Ding. Okay. Ich brauche keine Kohle. Achso, dann kann ich mal loslegen. Das ist ein bisschen wie das Hirn, nur dass es einen selber nicht verletzen kann. Das ist eigentlich ganz cool. Dieses explosive Hirn, dass man so losschießen kann. Oh, langweilt mich nicht. So. Ach, die kann ich wieder nicht töten. Dann nur den da drüben, bitte. Zap.
Nein, das wird jetzt hier eine Party. Geht aber auch. Damage ist eigentlich ganz gut, ne? 4 ist eigentlich nicht schlecht. Ah, zum Aufladen. Gut zu wissen. Ja, komm, mach mal gleich mal. Die langweilen mich sonst hier. Ja. Der tötet dann auch immer ziemlich viel im Raum oder macht ziemlich viel Damage, dieser kleine weiße Begleiter da. Oha. Soll man es merken? Treppe. Ja. Ach der. Ich dachte gerade. Das bleibt gleich. Ja, könnte ganz gut sein. So, endlich kann ich wieder meine Kohle ausgeben. Erstmal einmal raus hier, scheiß Spinnen. Schade, dass das hier schon voll ist, dass ich hier nichts mehr reinschmeißen kann. In diesem Run. Ah ja, die Fliegen tun mir ja nichts mehr. Okay, Leute, ich werde das mal jetzt hier, denke ich, ausblenden wieder. Auch blöd mache ich das sogar mal die. Oder auch nicht. Okay. Hat doch nicht so lange gedauert wie gedacht. Herz brauche ich nicht. Was ist das hier? Infested. Ja, kennen wir ja schon. Kriegen wir halt nochmal 3 Spinnen. Wir müssen unbedingt noch diesen Emergency Contact mal ausprobieren. Mhm, brauche ich nicht. Ja, läuft, läuft, ist in Ordnung. Macht Spaß. So ein Herz ist nicht schlimm. Liegen eigentlich genug Herzen oben, denke ich. Ah, ich könnte jetzt auch einen überfliegen, ne? Obwohl das Feuer werde mich trotzdem schädigen, glaube ich. Logischerweise würde mich das trotzdem schädigen. Ich brauche nicht mehr Kohle, also was soll's. Natürlich sind das die, ich hätte es mir gleich denken können. Ah, da ist Feuer, ich bin auch bescheuert. Ja, jetzt hört's aber mal auf hier. Ja, ernsthaft jetzt. Sag mir nicht, dass ich sterbe hier an diesen blöden Spinnen. Ja, toll. Das war's jetzt mit meinem blauen Herzen. Da war eine Treppe und wir sind hier bei Mom. Das heißt, wir nehmen erst die Treppe. Die war in dem Item Raum. Okay. Kein Gegner, kein nichts. Alles super. Eine Bombe. 2 Bomben. Keine Ahnung. Und dann... Au! Ich bin so bescheuert. Geheimraum. Theoretisch. Nicht... Ach ja, gut. Natürlich. Das sind ja sogar mehrere Strahlen nebeneinander, wenn ich das irgendwie richtig sehe. Gerade wenn sie weit sind, sieht man ganz gut. Ja, Kohle brauche ich eh nicht. So. Jetzt mal ab zum Boss. Zur Mom. Endlich. Ja, gut, dass wir die alle wegmachen können. Ja, sterben. An den Seiten, ne, dann schädigen wir auch Mom immer direkt. Also den Hauptboss sozusagen.
Aber ich denke, die meisten kennen das Spiel. Ne? Ihr müsst mir echt sagen, die Leute, die es nicht kennen, dann werde ich ein bisschen mehr sagen. Aua. Ja, er kommt. Sehr gut. Aber ich könnte mal meinen Superfreund loslassen. Aua. Ah, die Fliegen tun mir eh nichts. Schon wieder vergessen. Oh, ja, Isaac. So, jetzt kommen wir weiter. Shot Speed Damage up. Kommt dieses Wechsel-Item-Dingsbums Geld reinschmeißen? Den kommt das nur einmal in so einem Run? Oder wenn überhaupt? Weil das haben wir ja seitdem nicht mehr gehabt. Scarlet Worm. Cool, das ist auch neu. Krass. Vielleicht sind hier nicht so viele rote Batzer, was für mich jetzt sehr gut ist in diesem Fall. Sieht ja aus wie ein Sandteppich hier. Weil ich kann ja überall gegen ihn rennen und das wäre irgendwie blöd. Aber es tropft halt echt einfach mal Blut von der Decke. So eklig. What? Da muss ich ja hin. Butterbean. Ja, dann mach das. Ah, das sind jetzt normaler geworden. Das ist doch schön. Weniger scary. Ah, ich brauche gar kein Geld. Also unser Damage ist schon nicht schlecht. Schmeiß da mal ganz kurz eine Bombe hin. Hätte ja sagen können. Wie das sich anhört und ja. Ich glaube, die gehen. Doch, die gehen auch tot. Ach, die wären sogar tot gegangen, aber ich hätte sie, ich musste sie nicht töten. Aber wir verlieren jetzt, glaube ich, wieder Bomben wieder ein Herz pro Schaden, ne? Da müssen wir unbedingt drauf achten, Leute. Oh nein, nicht die. Tot. Tot. Kohle wollen nicht. Tot. Was ist mit denen? Verletzen die mich eigentlich? Sie sehen nicht nach Verletzungen aus. Eigentlich muss ich aber auch nicht drunter schauen unbedingt, weil ich... genug Kohle ja habe. Itchy Tasty? Itchy Tasty. Wir nehmen es mal mit, weil Kohle brauchen wir echt nicht mehr. Aus den Steinen. Keine Ahnung. Wo ich da gerne mal durchlaufen würde. Aber da kann ich auch allgemein einfach mal durchlaufen. Einfach mal zu gucken, ist irgendwas da, ist irgendwas drunter. Zum Beispiel hier. Was war das? Ein markiertes Ding? Das muss ich mir bei meiner Bearbeitung mal angucken. Ach, ich kann ja nicht mehr fliegen. Gerade wieder vergessen. Man gewöhnt sich dann so schnell daran. Ich muss ihn unbedingt öfter loslassen. Die sehen nicht so gefährlich aus, muss ich sagen. Die roten und die normalen. Okay, das wird ein bisschen gefährlich. Hier, was ist Geheimraum? Nein? Okay, dann nicht. Was bist du da in der Mitte? Was bist du? Du bist ziemlich schnell auf jeden Fall. Ihr seid alle ziemlich schnell. Lass mich in Ruhe. Geheimraum hier? Ja. Schön. Oh, das sieht hier schon so gemütlich aus. Und bombenmäßig. Gut. Läuft doch bisher. Eigentlich ganz gut. Schlüssel haben wir genug. Ich weiß nicht, was es ist, was die 1 macht.
Das ist mein Problem. Aha, ich habe Magdalene bekommen. Okay, ich habe mich verändert. Kann ich auch mal wieder aufhören zu... Ich höre nicht auf zu dingsen, aber ich drück's gar nicht. Aber ich... Nee, fliegen kann ich nicht. Ja, warte mal, aber jetzt... Warum ist da so ein... Warum ist da so ein Dings in der Mitte? Warum habe ich... Ich habe gar keinen... Was hatte ich denn eben noch für einen... Was rennt mir eigentlich für ein dickes Ding dahinter her? Okay, das ist also die 1. Ich drücke einmal und mache einfach. Und ich drücke nochmal. Ach nee, ich bin dann einfach unverletzbar. Das ist ja crazy. Ich muss gar nicht drücken. Diese Dinger kommen ganz automatisch. Keine Ahnung, ob ich das mache, weil ich kann ja hier, ich habe auch so Tränen. Oder das ist von irgendeinem Begleiter. Ja, warte mal, Leute, aber was hatte ich denn gerade für ein Item eigentlich? Was hatte ich denn nochmal für ein Item? Ach, die Dingsbums. Ja, jetzt kann ich halt nicht mehr fliegen. Was sehr schade ist. Achso, da muss ich drauf drücken. Okay, ich nehme gar keine Tränen mehr. Und ich weiß nicht genau. Also mit Space mache ich das Kreuz nicht. Keine Ahnung. Und Stompy bin ich ja jetzt... Nee, Stompy bin ich auch nicht mehr. Was ja aber eigentlich ganz gut ist jetzt hier so zum Ende. Und ich habe meinen Freund nicht mehr, aber irgendwie... Das sieht auch ganz interessant aus jetzt hier. Diese Bumerang-Dinger. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Interessant. Sehr interessant. Crazy. Vielleicht gibt es da irgendwas, wo man dann sozusagen nicht mehr schießen braucht. Vielleicht hat das irgendwie gemacht. Müsste man gleich mal auf Esk mal gucken, ob wir irgendwas, was wir da so dazu bekommen haben. Aua. Ich laufe gerade in die falsche Richtung. Ah, ich kann ihn nur im Hintern treffen, stimmt. Ja. Ich habe seine ganzen Dinger kaputt gemacht. Also. Au! Ah, und ich habe irgendeinen diesen Gold-Ding. Der sammelt Geld für mich ein. Okay. Warum sind das jetzt zwei? Was ist hier passiert? Ich verliere gerade Herzen. Tot seid ihr, tot seid ihr. Warum sammelt der Geld für mich ein? Was macht der denn? Don't swallow the prize. Ich habe auch irgendwie... Ich habe auch das Messer vor mir, aber das ist nur dieses... Ich weiß gar nicht mal, Red Patch. Ich lass mal dieses Itchy drin. Macht das Itchy das? Nee. Das hätten wir ja vorher dann schon gemerkt. Sehe ich das jetzt hier irgendwie? Ah, wir haben Better Pills genommen. Wir haben irgendeine Bombe, irgendeine Christbaumkugelbombe, keine Ahnung. Killing Heals haben wir auch sogar. Und wir haben die Mamsperücke, die immer wieder Spinnen spawnt. Das ist ja cool. Sehr cool. Irgendwie interessant. Können wir jetzt noch mal ein paar Herzis hier irgendwie sammeln? Vorsichtig, nicht irgendwo gegenrennen. Warum kann ich das hier verschieben? Aber da fliegt gar nichts runter. Hier sind gar keine Herzen mehr. Dann Abmarsch. Ich würde auch gerne mal aufhören zu drücken, aber ich drücke halt einfach automatisch.
kann es nicht ändern. So, jetzt sind wir bald endlich zu Ende. Das ist ja, dauert ja hier ewig drei Tage. God damn it. Ja, da können wir erstmal reingucken. Ja, Kohle brauche ich gar nicht. Ist unser Damage eigentlich irgendwie höher? Also es kommt mir so vor, Damage offenbar nicht schlecht ist. Nee, sogar nur zwei. Krass. Ja, ich habe eh kein Item, was irgendwie total crazy ist. Natürlich so ein L-Raum. Du sammelst die ein und gibst mir dann, hast jetzt ausgeschissen einen Schlüssel oder wie sehe ich das? Was genau stehst du jetzt da drin? Was genau? Kommst du mal wieder her zu mir, mein Freund? Anscheinend nicht. Ich muss ein bisschen aufpassen hier. Ich würde jetzt gern fliegen können. Warum sind die Türen nicht aufgegangen? Ach, da ist noch eins. Ich würde gerne fliegen können und an das Stuff rankommen. Warum grinst der jetzt so eigentlich? Weil er jetzt so gefüttert wurde mit Geld. Und jetzt hat er eine Bombe gelegt. Von sich aus. Einfach so. Ja, warum auch nicht? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Viech ist, aber irgendwie ist es ganz witzig. Der legt wohl irgendwelche Sachen, irgendein Stuff immer ab. Keine Ahnung. Vorsicht, ich muss mich echt vorsichtig. Da, ich darf nicht auf die rote Pampe drauflaufen. Oh, fucky fuck. Ich will jetzt hier nicht sterben eigentlich. Das habe ich nicht vor. Wenn ich weiter so mache, dann sterbe ich. So, können wir mal hier das Zeug wegschießen? Aha. What the fuck? Was habe ich für komische Bomben? Oh ja, gib mir das. Das ist... Ich will die eigentlich, das ist scheiße, weil ich ja... das mir natürlich weghole. Ja gut, kann ich jetzt nicht ändern. Was ist eigentlich mit diesem Emergency? Ich glaube, den müssen wir bald benutzen. Ich gehe hier trotzdem nochmal rein. Scheiß doch drauf. Boah, das kostet natürlich auch ein Herz, klar. Sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, was mit dem ganzen Zeug hier passiert ist. Ah, ich habe natürlich auch nicht mehr mein Fliegending. Was sehr schade ist. Aber dafür habe ich ganz viel anderen crazy Stuff. Komm, ein noch hier. Komm, damit. Ja, gib mir Herzen. Ach, ich muss noch weiter runter. Nein. Aua. Nein. Aua. Aua. Ah, ihr explodiert gar nicht. Das finde ich ja gut. Den hätte ich ja die Kohle einsammeln lassen können, was auch immer der damit macht. Boah, ja, ja, ist alles in Ordnung. Mal ganz, ganz locker aus der Hose mal jetzt hier, ne? Und jetzt schädigt er ihn auch, ne? Ziemlich krass sogar. Aua! Ja, das habe ich natürlich nicht gesehen, das Scheißvieh. Jetzt hat er wieder eine Bombe gelegt. Ja, mach's tot von mir aus. Ja.
Lass mich in Ruhe. Genau. Ein dicker Freund wandert einfach mal durch dich durch und macht dich tot. Ach so, sammel du das ein. Dann freust du dich. Und hilfst mir wieder mehr. Jetzt schleudere ich immer weiter weg. Ich würde deine Dinger-Ding wegmachen. Da ist ein Herz. Ja, da kommen wir ja eh nicht dran. Egal, wie ich jetzt die Bombe lege. Habe ich jetzt ihn irgendwie weg explodieren lassen? Warum kriege ich Herzen, wenn ich einfach nur so Bomben in den Weg lege? Warum? Okay. Concentration. Concentration now begins. Genau. Töte mir mal die Dinger hier weg. Bitte. Machst du das? Ich weiß gar nicht, ob es so gut ist, ob ich da hier in diese kleinen Räume reingehen sollte. Kann ich ihm damit zeigen, wo er hingehen soll? Nein, auch nicht. So ein Scheuerkreuz-Ding. Es ist zu viel Stuff hier gerade, ich kann gar nicht mehr gucken. Na gut, dann feuern wir halt nochmal eine Bombe hin. Und die spawnen auch wieder was, das ist doch schön. Double Active. Was auch immer das jetzt gebracht hat. Emergency Contact. Ja, das wollte ich gar nicht, ich wollte eigentlich nur eine Bombe legen. Das hat jetzt der Emergency Contact gebracht. Warum spawnt man einfach so Dinger? Ich verstehe es nicht. Aber ich will das unbedingt haben. In meinem regulären Spiel. Also in den anderen. An dem Ding liegt es nicht. Ich habe mir jetzt gerade voll den Arsch weggesprengt. So, jetzt machen wir hier mal den Endboss. Endlich. Falls ich was brauche, muss ich halt sprengen. Mom's heart. Es wäre cool, wenn der Sprecher sagen würde, Isaac versus Mom's heart. Ja, jetzt, das ist schön, dass du solche Dinger spawnst, aber das ist ganz schön gefährlich für mich. Mein Kind. Im Grunde könnte ich mich ja eigentlich theoretisch hinstellen und gar nichts mehr machen, ne? Was ist das für ein Ding? Das ist sau cool. Ja, so geht's natürlich auch. No plan. Und dass ich nicht mehr drücken muss für die Tränen. Okay, Leute, wir machen das Spiel jetzt endlich mal zu Ende. Wahnsinn. Oh ja, jetzt haben wir ihn, genau. Den Dingsy-Bumsy. Der ist so cool, den mag ich. Und Eden, der Eden-Tocken. Und wir kriegen einen Eden-Tocken immer, wenn wir Mom's Heart besiegen. Das ist sau cool. Und das ist dann immer total, da fangen wir immer total random an. Das mag ich. Ja, Eden. Ja, sehr cool. Leute, hat mir Spaß gemacht. Das war jetzt am Ende total abgefuckt. Vielleicht könnt ihr mir da ein paar Hinweise zu geben, was das jetzt hier irgendwie war. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Und ihr euch vielleicht auch. Bis dahin. Tschüss.